Heute beginnen wir damit, über einige Grundregeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu sprechen. Und ich beginne mit dem Begriff der Gegenwahrscheinlichkeit. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Aussage A und der haben Sie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Und die Gegenwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit für die gegenteilige Aussage, also nicht A. Und für die Gegenwahrscheinlichkeit gibt es eine ganz einfache Formel. Das ist nämlich 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A. Also wenn Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet, laut Ihrer Wetter-App ist 30%, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen nicht regnet, 1 minus oder 100% minus 30%, also 70%. Ja. Diese Formel für die Gegenwahrscheinlichkeit ist ein Spezialfall einer etwas allgemeineren Formel für die Wahrscheinlichkeit für A, aber nicht B. Hier lautet die Formel, das ist die Wahrscheinlichkeit von A minus die Wahrscheinlichkeit für A und B. Ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen, anhand der Würfel. Das Würfelbeispiel hatten wir ja schon öfter strapaziert. Also stellen Sie sich vor, A sei die Aussage, ich werfe eine gerade Augenzahl, B sei die Aussage, ich werfe eine Augenzahl kleiner als 4. Dann wäre A aber nicht B, die Aussage also eine gerade Zahl, aber nicht kleiner als 4. Da kommen zwei Augenzahlen in Frage, nämlich die Augenzahl 4 und die Augenzahl 6. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, um diese Aussage zu erfüllen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, das sind, wenn Sie jetzt einen idealen Würfel haben, dann sind das zwei von insgesamt sechs Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 2/6 bzw. 1/3. Schauen wir mal, ob das passt mit der rechten Seite der Gleichung. Die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Augenzahl ist 1/2 und die Wahrscheinlichkeit für gerade und kleiner als 4. Da gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich die 2. Das ist eine von sechs Möglichkeiten. Das heißt, dafür ist die Wahrscheinlichkeit 1/6 und in der Tat die Differenz 1/2 minus 1/6 ist gleich 1/3. Ja, und die Formel für die Gegenwahrscheinlichkeit ist ein Spezialfall dieser Formel. Nehmen Sie einfach an, A sei jetzt die Aussage, die immer wahr ist, also die auf alle Möglichkeiten zutrifft, also eine triviale Aussage. Und das B unten wird dann das A oben. Das heißt, Sie haben dann einfach Wahrscheinlichkeit für triviale Aussage, die immer wahr ist, aber nicht A jetzt in dem Fall, ist gleich die Wahrscheinlichkeit für die triviale Aussage, die ist immer wahr, die ist also 1 minus die Wahrscheinlichkeit für trivial und A und das ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit für A. Ja, also die erste Formel ist ein Spezialfall von dieser etwas allgemeineren Formel darunter. Die Summenregel gibt Ihnen die Wahrscheinlichkeit für A oder B und die ist gegeben durch die Wahrscheinlichkeit für A plus die Wahrscheinlichkeit für B. Ja, soweit können Sie vielleicht tief erraten. Aber ganz wichtig, man muss davon wieder abziehen, die Wahrscheinlichkeit für A und B. Das ist ganz wichtig, weil Sie sonst Gefahr laufen, dass Sie Wahrscheinlichkeiten doppelt zählen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel illustrieren, auch wieder unser Würfelbeispiel. A und B haben
unverändert die gleiche Bedeutung. A oder B ist dann die Aussage, gerade Augenzahl oder kleiner als 4. Das wird von 5 Augenzahlen erfüllt. Also das sind die 1, 2 und 3. Die sind alle kleiner als 4. Und dann noch die 4 und die 6. Die sind gerade. Die einzige Augenzahl, die nicht möglich ist, ist die 5. Jetzt vergleichen wir mal mit der rechten Seite der Gleichung. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 5 von 6 Möglichkeiten, also 5 Sechstel. Jetzt vergleichen wir mal mit der rechten Seite. Die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Augenzahl ist 1/2, wie gehabt. Die Wahrscheinlichkeit für eine Augenzahl kleiner als 4, das sind 3 Möglichkeiten, 1, 2, 3 von 6, ist ebenfalls 1/2. Und wenn Sie jetzt nur die beiden addieren, dann kommen Sie auf 1. Und das ist nicht gleich den 5 Sechstel auf der linken Seite. Das liegt daran, dass es eine Augenzahl gibt, nämlich die 2, die ist sowohl gerade als auch kleiner als 4. Und deren Wahrscheinlichkeit hätten Sie doppelt gezählt, wenn Sie jetzt nur diese schwarzen Ausdrücke nehmen auf der rechten Seite. Deswegen, um das zu korrigieren, müssen Sie davon abziehen, die Wahrscheinlichkeit für A und B, und das ist nämlich genau die Augenzahl 2, ja, die sowohl die beide Aussagen erfüllt. Deren Wahrscheinlichkeit ist 1/6, und wenn Sie das abziehen, dann stimmt die Gleichung. Ja? Also wichtig, dieser Ausdruck in Rot, das ist also nicht einfach die Summe, sondern Sie müssen dann die Wahrscheinlichkeit, die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für A und B wieder abziehen, damit Sie nicht Wahrscheinlichkeiten doppelt zählen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Summenregel zu schreiben, wenn wir das Ergebnis nutzen, das wir zuvor gefunden hatten für die Wahrscheinlichkeit für A, aber nicht B, beziehungsweise B, aber nicht A. Dann können wir das auch so schreiben, dass die Wahrscheinlichkeit für A oder B ist die Wahrscheinlichkeit für A plus die Wahrscheinlichkeit für B, aber nicht A. Und dieses aber nicht A stellt wieder sicher, dass wir keine Wahrscheinlichkeiten doppelt zählen. Das können wir noch ein Stückchen weiter verallgemeinern. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie würden die Gesamtmenge aller Möglichkeiten, also bei dem Würfel, dieser Kasten mit allen möglichen Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, unterteilen in Untermengen, die dann jeweils Aussagen entsprechen. Und Sie tun das in folgender Weise. Sie tun das so, dass also im Venn-Diagramm, diese Untermengen sich nicht überschneiden und insgesamt alles umfassen. Als Aussage formuliert heißt das, dass die Aussagen einander wechselseitig widersprechen. Also AI und AJ zusammen ist immer falsch. Beliebige I ungleich J, ja, also in Mengen übersetzt, die Schnittmenge von zwei unterschiedlichen Teilmengen ist immer die leere Menge. Und es ist aber immer eine von den Aussagen wahr. Das bedeutet in logischer Schreibweise A1 oder A2 oder A3 und so weiter ist. Er gibt eine triviale Aussage, die immer wahr ist. Da habe ich jetzt mit diesem großen I bezeichnet. Oder in Mengen, Schreibweise eben die Vereinigungsmenge von all diesen Teilmengen gibt die gesamte Menge. Umfasst alles. Die beiden
Bedingungen zusammen bedeuten, dass von diesen Aussagen immer genau eine wahr ist. Ja, also jede, wenn Sie weiter an den Würfel denken, jede Augenzahl, die Sie werfen können, fällt in genau eine von diesen Teilmengen. Das heißt, genau eine von diesen Teilmengen oder genau eine von den Aussagen, die diesen Teilmengen entsprechen, ist immer wahr für eine beliebige Augenzahl, die Sie werfen. Also das ist so der, sagen wir, die Voraussetzung, die wir jetzt mal formulieren. Und unter dieser Voraussetzung gilt, wenn Sie die Wahrscheinlichkeiten für all diese Aussagen aufaddieren, dann ist die Summe immer gleich 1. Also um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. Nehmen wir mal an, Sie kommen ja aus unterschiedlichen Städten, sind in unterschiedlichen Städten zu Hause und sagen wir mal, beschränken wir es mal auf 3 mögliche Städte. Sagen wir mal hier, Sie kommen aus Rüsselsheim oder Sie kommen aus Wiesbaden oder Sie kommen aus Frankfurt. Nehmen wir mal an, dass Sie also alle nur einen Wohnsitz haben und jetzt nicht aus mehreren Städten gleichzeitig kommen. Ja? Also die kommen alle nur aus einer Stadt jeweils. So, und hier, das sind diese Punkte. Das sind Sie, ja. Das sind die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kurses. Ja? Und jetzt sind diese Aussagen, nenn das mal Aussage R für Rüsselsheim, W für Wiesbaden und F für Frankfurt. Und wir nehmen jetzt mal an, also Sie, es ist sicher, dass Sie also aus einer dieser 3 Städten kommen und keine andere Stadt. Und Sie kommen auch nicht aus 2 unterschiedlichen Städten gleichzeitig. Das heißt, für jeden einzelnen von Ihnen ist immer genau eine von diesen 3 Aussagen wahr. In diesem Sinne erfüllen diese 3 Aussagen die Bedingungen, die wir gestellt haben für diese Aussagen AI. Und wenn ich jetzt betrachte, die Wahrscheinlichkeit, also ich nehme irgendjemand von Ihnen zufällig heraus und überlege mir, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie aus Rüsselsheim kommen, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie aus Wiesbaden kommen und wie wahrscheinlich ist es, dass Sie aus Frankfurt kommen. Dann weiß ich gemäß dieser Regel, dass die Summe dieser 3 Wahrscheinlichkeiten gleich 1 ergibt. Ja, unter den Voraussetzungen, die ich Ihnen genannt habe, dass also es auf jeden Fall, dass von vornherein feststeht, dass Sie aus einer dieser 3 Städte kommen und eben nicht aus 2 Städten gleichzeitig. Das ist also die Regel, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Bisschen allgemeiner formuliert für eine beliebige Unterteilung der Gesamtmenge in Teilmengen AI. Das ist eine Normierungsbedingung, ja, dass also die Summe aller Wahrscheinlichkeiten, wenn die Aussagen sich sozusagen, wenn Sie wissen, dass immer genau eine von den Aussagen wahr sein muss, dann addieren sich die Wahrscheinlichkeiten immer auf zu 1. Und Sie sehen schon, die Formel für die Gegenwahrscheinlichkeit auf der vorhergehenden Folie ist ein Spezialfall dieser Normierungsbedingung, denn Sie können ja einfach die Gesamtmenge unterteilen, einfach nur in 2 Teilmengen. Eine Teilmenge ist A und die andere ist dann die Komplementärmenge, entspricht der Aussage nicht A. Dann haben Sie Wahrscheinlichkeit für A plus Wahrscheinlichkeit für nicht A muss gleich 1 sein. Und das ist gerade die Formel,
Wenn Sie es auflösen für die Wahrscheinlichkeit für nicht A, die Formel für die Gegenwahrscheinlichkeit. Auf diese Normierungsbedingungen können wir noch einen Schritt weiter verallgemeinern. Und das gibt eine Formel, die ist bekannt als das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Oder man spricht auch, wenn man die Summe bildet, von Marginalisierung. Die Formel lautet, ich sage es Ihnen erstmal, wenn Sie eine beliebige weitere Aussage haben, B, und das kann jetzt jede mögliche Aussage sein, also die muss sich jetzt nicht, die darf sich mit allen überschneiden und da gibt es keinerlei Restriktion auf diese Aussage B, und dann gilt die Summe aller Wahrscheinlichkeiten für A, I und B ist gleich die Wahrscheinlichkeit von B. Auch das will ich Ihnen mal an einem Beispiel zeigen. Da kommen wir vielleicht mal zurück hier auf dieses Städtebeispiel. Und jetzt führen wir noch eine weitere Aussage ein, Aussage B. Und die Aussage B lautet jünger als 20 Jahre. Okay. So, und jetzt gibt es wahrscheinlich aus allen drei Städten gibt es einige von Ihnen, die sind jünger als 20 und andere, die sind 20 oder älter. Das heißt, es gibt hier eine, wenn ich das mal hier so einzeichne, diese runde Menge B, die überschneidet sich mit allen drei anderen. Ja. Und die jeweiligen Schnittmengen, also zum Beispiel diese Schnittmenge hier, die ich hier schraffiere, da drin liegen alle von Ihnen, die aus Wiesbaden kommen und jünger sind als 20 Jahre. Also diese Schnittmenge, diese schraffierte Schnittmenge, repräsentiert die Aussage jünger als 20 Jahre und aus Wiesbaden. Und genauso für alle anderen Schnittmengen. So, und wenn ich jetzt mal betrachte, die Wahrscheinlichkeit für all diese kombinierten Aussagen, also und für alle drei Städte, also jünger als oder aus Rüsselsheim und jünger als 20. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie aus Wiesbaden kommen und jünger sind als 20 Jahre. Sowie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aus Frankfurt kommen und jünger sind als 20 Jahre. Dann sind das alle drei ja hier diese Schnittmengen. Das ist hier mit Rüsselsheim ist es diese Schnittmenge, mit Wiesbaden, die ich schon schraffiert habe, und mit Frankfurt ist es diese Schnittmenge hier unten. Ja? Und in Summe ergeben diese Schnittmengen, wenn ich die miteinander vereinige, in Summe geben sie die Menge B. Dem entspricht die Formel für die Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich nämlich diese drei Wahrscheinlichkeiten aufaddiere, also die Wahrscheinlichkeiten für diese drei Schnittmengen, bekomme ich die Wahrscheinlichkeit für diese gesamte Menge B. Also das ist gleich Wahrscheinlichkeit für die Aussage B. Das ist ein Beispiel für diese allgemeine Formel auf der Folie. Also die AI waren in unserem Beispiel die verschiedenen Städte. Das B war die Aussage jünger als 20 Jahre. Und wie wir gerade gesehen haben, wenn Sie diese kombinierten Wahrscheinlichkeiten alle aufaddieren, dann bekommen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand jünger ist als 20 Jahre.